Wir hatten sehr viel Spaß, haben dort ein bisschen gefeiert am Ballermann. Ja, ich denke, nach der Saison war das jetzt alles gut und wir fühlen uns jetzt, glaube ich, wieder dazu in der Lage, weiter Fußball zu spielen. Ich glaube, das kommt erst im Urlaub, das komplette Wahrnehmen von dem, was jetzt alles war, weil die Saison war ja auch sehr anstrengend mit dem Verbandspokal, DFB-Pokal und 38 Spiele. Da wird man im Urlaub das alles erst komplett realisieren. Aber natürlich ist man jetzt schon so erleichtert, dass wir das Ziel geschafft haben, das wir unbedingt erreichen wollten. Für mich war wichtig, das habe ich auch den Spielern gesagt, für mich war wichtig, wo stehen wir in den letzten 5, 6 Spielen? Und ich habe gesagt, wenn wir es schaffen, in den letzten 5, 6 Spielen unter den ersten 3, 4 Mannschaften zu stehen, dann haben wir richtig gute Möglichkeiten, den zweiten oder dritten Platz zu erreichen, weil Bielefeld war zu der Zeit, glaube ich, schon 11 Punkte vor uns. Das ist das, was ich der Mannschaft gesagt habe und das ist das, was ich auch mir selber gesagt habe, wenn wir es schaffen, in den letzten 5, 6 Spielen da vorne mit dabei zu sein, dann ist die Möglichkeit riesengroß, weil man hat auch gesehen, dass wir uns in den letzten 8, 9 Spielen richtig gut eingespielt haben, kaum Verletzte noch gehabt haben, außer am Fälscher waren wir komplett und ich denke, das war das Wichtigste. Das Kämpferherz. Also wir waren ja nicht von vornherein immer oben dabei. Wir waren ja schon nach 6 Spieltagen, ich glaube 7, 8 Punkte zurück, da wir sehr viele Unentschieden gespielt hatten. Ja, und dann muss man einfach sagen, sind wir immer mehr zusammengewachsen. Ich glaube, das zeichnet die Mannschaft aus. Am Samstag, das war gigantisch, das war auch schon gegen Münster daheim gigantisch. Ja, und ich denke, das ist auch wichtig und das ist das, was ich auch am Samstag nach dem Spiel gesagt habe, dass die Fans nach dem 1-0 aufgestanden sind und uns zugerufen haben und uns unterstützt haben. Und das ist das Wichtigste, das ist eine Einheit. Und ich muss sagen, das war in der Vorrunde nicht immer so. Ja, aber ich denke, Fans und Mannschaft haben sich dann auf diesem Weg wirklich gefunden, sind zusammengekommen und das ist das Wichtigste, ja, weil es hilft ja nichts, wenn man 30.000 Zuschauer im Rücken hat und dann bei jeder Kleinigkeit, die nicht läuft, negativ ist, sondern das muss ich sagen, das war top, das war absolut top, nachdem wir in Rückstand geraten sind, dass die Fans, ich habe es selber gesehen, plötzlich wie am Anstoß, wie die Fans aufgestanden sind und uns unterstützt haben, da habe ich gedacht, okay, wir werden es packen. Die Fans sind da, die sind hinter uns und das war für mich ausschlaggebend. Und deswegen habe ich dann sofort auch nach den 1-0 sofort dran geglaubt, dass wir das Ding drehen, weil einfach 30.000 Leute hinter der Mannschaft gestanden sind und nicht in einen negativen Fall reingefallen sind, sondern sie waren präsent, sie haben uns unterstützt und die Spieler haben das super aufgenommen. Was sie hier den Verein am Leben gehalten haben, erstmal dann die Unterstützung dann am Samstag, was vor allem was nach dem 1-1 und direkt bei dem 2-1 los war. Ich glaube, jeder im Stadion hatte eine Gänsehaut. Auch als Spieler muss man dann versuchen, fokussiert zu bleiben. Ja, und dann die erste Halbzeit war natürlich wie im Rausch. Also wenn es da gut läuft, steht es dann 4-5-1. Ja, es war unglaublich, auch für die Fans und für uns dann natürlich auch. Leider ist es ja nicht in unserer Hand. Gewinnt Bielefeld das Spiel, dann sind sie natürlich Meister. Aber wir versuchen das natürlich. Wir wollen das Spiel auch gewinnen. Auch wenn es natürlich diesmal andere Voraussetzungen sind, dass der Druck ein bisschen abgefallen ist. Aber vielleicht lässt sich dann noch leichter spielen. Wir fahren nach Wiesbaden und versuchen das Beste zu bringen, was in uns noch steckt. Dass da jetzt ein bisschen irgendwo, sage ich mal, bei jedem Spieler da der Druck ein bisschen jetzt weggefallen ist, dass die Spieler jetzt ein bisschen eine gewisse Müdigkeit haben durch diese ganze Anspannung der letzten Wochen. Aber ich denke, dass wir stark genug sind, uns für ein Spiel nochmal uns aufzubäumen und die 3 Punkte holen zu können. Ob das dann für den ersten Platz reicht, weiß ich nicht, weil es hängt von Bielefeld ab. Weil wenn Bielefeld gewinnt, dann haben wir sowieso keine Chance auf den ersten Platz. Wiesbaden ist eine gute Mannschaft. Ich meine, die haben, glaube ich, die ersten 5, 6 Spiele alle 6 gewonnen oder alle 5 gewonnen. Die waren vorne an erster Stelle über eine Zeit lang. Ja, gut, dann haben sie es irgendwie nicht geschafft, diesen Rhythmus zu halten.
Aber ich denke, dass das eine gute Mannschaft ist. Und das ist sicherlich eine Mannschaft, die sagen wird, okay, letztes Heimspiel, wir wollen unsere Fans wenigstens nochmal einen versöhnlichen Abschluss geben. Daher werden die uns sicherlich nichts schenken. Das wird sicherlich ein Spiel, was nicht so im Spaziergang gespielt wird. Vor der Saison dachte ich, dass sie noch länger oben dabei bleiben werden. Sie haben dann irgendwann den Kontakt ein bisschen verloren, sind dann negativ Lauf reingekommen, aber an sich ist auch eine Mannschaft, die eigentlich unter die Top 8, Top 9 der Liga auf jeden Fall gehört. Also es ist keine einfach zu spielende Mannschaft. Es kommt darauf an, dass wir halt konzentriert und präsent sind. Das ist das A und O. Ich denke, wenn wir es schaffen, von der ersten Minute an uns zu konzentrieren und auch Präsentheit zu zeigen, dann kann das ein offenes Spiel werden. Das ist das A und O. Es kommt darauf an, dass wir hoffentlich gut ein Spiel finden. Es ist natürlich diesmal andere Voraussetzungen, da wir jetzt natürlich auch den Gegner nicht mehr so analysieren wie davor. Aber wir wollen natürlich auch dort gewinnen, wissen aber auch, dass Wiesbaden eine spielstarke Mannschaft ist und ist eigentlich auch eine der Top-Mannschaften der Liga, hat leider irgendwann den Kontakt ein bisschen abreißen lassen, konnte dann, da auch die vordere Mannschaft gut gepunktet haben, niemand den Kontakt finden. Aber für das Spiel, ich hoffe, dass es ein schönes Spiel für die Zuschauer wird und auch für uns. Wir wollen natürlich aber auch das Spiel gewinnen.